Willkommen bei einem weiteren Let's Battle. Heute mal ein ganz anderes Spiel, nämlich Worms Reloaded. Aber mit einem alten Bekannten, Shadow Vision. Servus. Ja, ich übergebe wieder an dich. Ja, gut. Wir machen jetzt erst ein kleines Warm-up-Match, haben wir uns überlegt. Und wenn wir dann zum richtigen Spiel kommen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder in der Multiplayer-Lobby. Wir hatten ein kleines Testspiel, wir haben jetzt unser Profil eingestellt und wenn Shadow Vision gleich bereit ist, dann geht auch das Spiel los. Viel Spaß euch. Dann bin ich mal bereit. Du bist bereit. Absolut. Viel Spaß dir, viel Erfolg dir. Ja, ach du Scheiße. Ja. Sehr kleine Map. Kann ich nochmal hier... Ah, das sieht doch schon besser aus. Das ist doch was, ja. So, okay. Dann wollen wir uns mal zwischen Sphinx und Pyramiden und irgendwelchen Papyrussäulen die Köpfe einschlagen. Yo! Yo! Und ich darf mal wieder anfangen. Und wir haben jetzt auch den Wurmwechsel. Kabarak, hallo? Warum kann ich nicht die Wurmauswahl machen? Weiß ich doch nicht. Spiel einfach. Ich kann nicht auf Tab drücken. Passiert einfach nichts. Ja, dann tu einfach was mit deinem Wurm, bevor die Rundenzeit vorbei ist. Ja, ich bin unterwegs. Ich überlege nur was. Vielleicht machen wir sowas einfach mal. Steht einer, jawohl, da steht auch einer. Wunderbar dafür. Aha, das ist also eine Bunkerbombe. Die schlägt ganz oben auf und macht einmal Bumm und das war's. Ja, ist halt eine Bunkerbombe, ne? Ne, ich hätte erwartet, dass die irgendwie eine Wand aufschlägt und dann explodiert. Ey, Kaba! Nicht so viel denken. Ich weiß, denken ist überbewertet. So, jetzt muss ich hier kurz überlegen. Ey, warum hatten wir gerade wieder nur 45 Sekunden? Ach, egal. Ja, reicht doch. Vollkommen. So, wo ist denn das, was ich jetzt hier suchen, anwenden? Ach, darf ich noch nicht. Schade. Okay, was mache ich denn dann? Ich weiß schon, was du machen willst. Du willst mit Bananen um dich werfen. Will ich das? Der Shadow will immer mit Bananen um sich werfen. Und dieses Tastaturmenü ist auch sehr schlecht. Wurmauswahl, Tab. Okay, mit dem Chatpack über meine Würmer und... Ich war gerade im Optionenmenü, ich habe wenig zugeguckt. Ja, warum tust du sowas? Weil ich's kann. Nichts kannst du. Du kannst Leben verlieren hier mit deinem Heavy, ey. Dein Heavy ist jetzt gar nicht mehr so heavy. Der ist jetzt nur noch 30. Der ist jetzt halt ein bisschen softer. Ja, der hat mächtig abgenommen, würde ich mal so sagen. He didn't have his pizza. Boah, jetzt willst du es mir aber zurückgeben, hä? Ja. Du willst den Fischer in seine Fischergründe schicken. In seine ewigen Fischgründe, ja. Oh, ob das so eine gute Idee ist, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ach man, hätte ich nicht noch runterrutschen können, in der Pfütze hätte ich ja trinken können. Tja, ich hab dir doch gesagt, das wird nicht gut ausgehen für dich. Ey, aber ich bin oben geblieben. Ja, aber... Ich hab dir gesagt, das wird nicht. Hättest du mal auf mich gehört, ne? Dann... Wäre jetzt noch alles schön für dich. Ach man, wenn wir jetzt noch unendlich Ninja-Seile hätten. Wir machen irgendwie die halbe Zeit Ninja-Seile. Boah. Er muss tot sein, er muss tot sein. Er muss tot sein, ja. Er ist auch tot. Aber Fischer ist wahrscheinlich der Nächste, der stirbt. Medic! Was, Medic? Gibt's nicht, ist abgeschafft. Medic! Ausverkauft. Wie ruft der Heavy immer? Weiß ich nicht, wie der Heavy ruft. Ich spiele kein Team Fortress. Wie? Du spielst kein Team Fortress? Also ich hab's mal gespielt, aber irgendwann ist es mir zu doof geworden, weil die alle die übelst aufgepimpten Waffen hatten und ich nur die Standardwaffen und ich hab mich dadurch massiv benachteiligt gefühlt. So ist das. Was willst du jetzt mit der Kiste? Das finde ich gar nicht so nett. Ich will mir halt noch ein zusätzliches Item holen. Und dann will ich einen Homerun schlagen. Warum hast du eigentlich immer noch Dynamit, ey? Was geht mit dir ab? Finde ich mal jetzt gar nicht so nett. Wie, das findest du nett? Nee, das finde ich einfach nicht legitim, was du da getan hast. 10 seconds late. In the beginning, there were worms. Hey Bubbles, du bist dran.
Okay, ich glaube. Ja, ich muss jetzt erstmal meine Strategie ausarbeiten. Hast du überhaupt das Profil, was du erstellt hast, ausgewählt? Nein! Haha. Das war irgendwie anders geplant. Das glaube ich. Und ich glaube, ich habe das Profil nicht ausgewählt, aber das macht ja nichts. Wir haben jetzt Ja, spiel mal Standard. die Karte, die oder so, die Karte, wie wir sie uns gedacht haben, wie wir sie haben wollen, wie auch immer. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen langweilig. Überfordere mich jetzt nicht hier zum Feiertag mit diesen Temperaturen und. Ah, zu weit. Die Mine wäre geil gewesen. Schön, dass du die Minen für mich entschärfst. Ja, ich wollte eigentlich deinen Wurm in die Mine hauen. Ja, ähnlichen Plan hatte ich ja mit dem einen komischen anderen Wurm da auch, aber irgendwie ist dem dann nicht so geworden, wie ich mir das erhofft habe. So, jetzt muss ich. Jetpack ist ja ausverkauft. Boah, verarsch mich halt. Ey, das mit dem Ninja-Seil hatte ich auch schon mal besser drauf. Ja. Wir konnten auch mal Loslassen? stundenlang auf dem Seil stehen, ne? Ja, konnten wir, aber naja, wir werden halt langsam alt, ne? Ja, insbesondere ich. Ja, Danke, dass du irgendwie. mich zu deinem Wurm rüberhaust. Ja, gerne doch. Das ist Service, den ich dir hier gebe. Das kannst du gar nicht bezahlen. Ich glaube, Spy könnte jetzt. Ach nee, der andere da unten ist dran. Okay, dein Swagger. Du hast so viel Swag mit deinem Swagger, dass du jetzt einfach mal. Ich sag's dir, geh dem Swagger nicht auf den Wacker. Ja, der Kann man den wird's. Luftangriff umdrehen? Nee, kann man glaube ich Doch, nicht. Dann das einfach geht. so. Das geht. Unerwartet gut für mich gelaufen. Wer kommt als erster dahin? Wenn Bubbles dran ist, vielleicht der. Aber ja, der Fischer ist jetzt dran. Und der Fischer weiß gerade nicht, was er denn am dümmsten mal machen könnte. Wird wohl erstmal wieder auf dem Seil hinauslaufen. Ich bin kein Fan von Luftangriffen, ich weiß schon. Oh, okay. Unerwartet positiv Okay. Ich glaube, das blende ich in Zeitlupe ein, wenn ich es hinkriege. Jawohl, der Schrei dazu. Der kam leider bei mir verzögert. Ich wollte doch nur das Seil loslassen. Und rat mal, wer dran ist. Oh mein Gott. Ich wollte das Seil loslassen und nicht die scheiß Mine legen. Ich habe leider kein Jetpack mehr. Ich muss also mit anderen M Mitteln und Wegen über die Mine drüber. Oh mein Gott, das tut so weh. Vor allem dein Würmer, ne? Du hangelst Ah, dich um in die falsche falsche Richtung. Richtung, oder? Ja! Und zack. Ja, also ich habe das Gefühl, dass mit dem Seil ist hier irgendwie ein bisschen anders als in Armageddon. Hey, hallo! Ey, mit einem fast gewollten Rückwärtssalto wieder zurückgeflogen. Ja, Fischer, du bist immerhin jetzt mit deinem Freund da. Vereint. Ja. Habe ich überhaupt noch Würmer? Ah, Bubbles. Die Frage kommt gut. Ich glaube, das ist auch der letzte, ja. Easter dann. Boah! Unglaublich, ich hab ein Brückenkit bekommen, ey. Oh yeah, dann bau doch mal eine Brücke. Alter, ich will. Brücken schlagen. So, das sollte jetzt nochmal fallen. Ah, nicht genug Fallschaden. Ne?
In the beginning, there were worms. Und nicht genug Schaden. Ja, naja, ich hatte ja gehofft, dass da mehr Fallschaden zusammenkommt. Mhm. Also der Plan war gut, nur die Umsetzung hat gehapert. So, aber mein Bubbles, ja, da macht euch alle noch fertig. Der schickt euch in die Ach ewigen... Mann, da kann man nicht drauf laufen. Das ist zu steil. Ja. Gott, dann... Dann, ja, dann... Dann solltest dann, du dann, aufgeben, ja. Dann solltest du aufgeben. Nee, nee, dann Alternativpläne hier. Alternativpläne? Wie bist du denn drauf? Ich hol dich mal runter zu mir. Na, also ja, weil ich genau da, wo ich gelandet bin und abgerutscht bin, da stehst du jetzt drauf. Tja, weißt du warum? Weil Bubbles es kann. So, dann... Alter, mach das ja klar, wenn ein Spy entdeckt wird, dann ist er halt auch tot. Das weiß man ja. Das ist gerade wie so ein Computergegner, der nicht weiß, was er tun soll, immer hin und her laufen. Ja, ich hab mich wehgetut. He wasn't the sharpest tool in the box. Aber Bubbles ist da unten sicher vor deinem Scout, ja? Isa das? Isa, ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gucke, gucke, gucke. No! Merkst du das? guck dir was an. Guck dir was an. Ich hab dir Schaden gemacht. Ja, 6 Schaden, hey. Episch. Epischer Schaden. Das ist. Ja, jetzt brennst du da erstmal ein bisschen vor sich hin. 10 seconds later. Okay. It was just an order. Ach, schade, dass dein Abhammangriff nicht stehen bleibt wie ein Armageddon früher. In the beginning, there were worms. So, der Wind geht ein bisschen in die Richtung. Ah, wo er da stehen bleibt. Ja, ja, genau, genau so. Genau so. Guck, so geht das Cover. Not bad, not bad. Noch 5 HP, ey. Und durch das Feuer hast du mir jetzt einen Weg geschaffen, über den ich zu dir rüberkomme. Hast du... hab ich? Hast du? Nee. Hast du? Hab ich? Nein. Hast du, hast du, hast du. Ach, Quatsch. Weil vorher wäre ich ja nicht hochgekommen. Ach, erzähl doch nicht so ein Zeug. Nein! Verdammt! Ich habe gerade Return gedrückt. Ich wollte gerade springen. Ey, Kaba, soll ich dir was sagen? Fail! Schade, dass ich die Facecam nicht anhab, sonst würde ich jetzt das Loser-Zeichen reinzeigen. Ja, komm. Ich fühle mich leicht gemobbt. Leicht? Wieso nur? Leicht. Okay. Aha, warum macht die es bei dir so? Ich weiß nicht. RTFM, Mann. RTFM. Yo, what's the plan? To RTFM, there must be a FM. Ey, Kaba, du bist dran. Ich bin ja schon unterwegs. Ah, genau, genau. Ey, dieser Scheiß. Diese scheiß Fallhöhe. Der Facepalm vom Wurm. Ja, so. Richtig Dong. So. So, okay. 10 seconds, it wasn't a threat. It was just an order. OMG, Lasers! Also der eine Wurm sollte jetzt auf jeden Fall hinüber sein. Ja. Ah, suck, sir. So, Mister, jetzt sind wir fast auf einer Augenhöhe. Nur, dass du viel höher bist.
Oh Mann, diese blöden Sprüche, hey. Oh, jetzt benutzt er einen Fallschirm. Nicht nur einen. Ja, leg sie hin. Leg sie hin. Leg sie in die Mine. Die liegt da gut. Nicht nur einen Fallschirm. Alter, das sieht aus wie so ein Penis, der mit einem Fallschirm darunter baumelt. Du wirst niemals zu mir kommen. Will ich das? Ja, willst du. Ja, das war ein Wurmwechsel, ein Überspringen. Echt jetzt? Ja. Aber soll ich dir was sagen? Ich hab schon den ultimativen Plan, ich weiß nur noch nicht, wie er aussieht. Soll ich dir was sagen? Armageddon ist auf Steam zu teuer. Als wird das wie alt ist. Da geht's ja wieder nicht durch, ey. So eine Kackwurst hätte ich schon fast gesagt. Aber da wir ja auf Aufnahme sind, sage ich das jetzt mal einfach nicht. Das war geplant. Den Weg da brauche ich nämlich. Klar. Ja. Das ist mein Fluchtweg nachher. Du wirst schon sehen. Du wirst sehen. Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du alles verstehen. Ah, dieses Seil! Wieso verhält es sich so scheiße? Sag ich doch, das Seil von Armageddon, das ist... Jetzt bin ich da, wo ich hin will. Deutlich weniger behindert. Kriegst du auch noch irgendeine Waffe, ey, ich fass es nicht. Verdammt, die Zor war nicht da, wo sie hin will. Also, das find ich gar nicht ah, so aber schlecht. Trotzdem noch getroffen. Ey, du bist wenigstens jetzt durch den scheiß Weg durch. Ja, das find ich super duper. Ich sehe, jetzt komm, jetzt lande ich rechts unter im Wasser. 10 seconds late. In the beginning, there were worms. Wahrscheinlich hätte ich mich mit jeder Sprengwaffe wegschießen können. Aber nee, du musst mit der Schrotflinte schießen. Will jemand eine Kiste? Nö, danke. Komm, hol sie dir, Kaba. So, wie viel HP haben sie noch? 33 haben sie noch. Ich bin 33. Das ist ein Job für... Das Schaf? Das Schaf. Du willst wirklich ein bisschen Abstand gewinnen. Du willst wirklich das Schaf auf den Sven schicken? Ja. Menno? It was a moment of madness that ended in tragedy. Bei Scout sieht es so leicht aus. Ja. Ist es ja auch. So, so. Team Kamerak hat die Runde gewonnen. Bubbles war der Wurm der Wirbelknorke, hat den Lemming-Preis erhalten. Und Bubbles gewinnt den Kakerlaken-Preis fürs Überleben. Warum kriege ich immer den Kakerlaken-Preis fürs Überleben? Scout hat sich nur unter der Bettdecke versteckt. Wuhahaha. Ja, diesmal habe ich euch gut unterhalten und ja. Ich war am genauesten und am langweiligsten. Ja. Tja. Langweilig. Okay, Runde 1 von 3 ging an mich. Jetzt schauen wir mal. Aber nur weil du gecheatet hast, Hust. Warte mal, ich tu mal gerade das Schema auf Kabado ändern. Bereit. Kabado ist natürlich geil. Ja, los, drück die Birne. Ach, du hast ja was geändert. Ja, richtig. Das hast du gut erkannt. What the hell? The fuck? Nimm. Echt? Okay. Ja, so verrückt wie die Scheiße aussieht. Ja. Mit den Waffen. Steht da was? Da stand gerade irgendwo eine Kanone rum, habe ich den Eindruck gehabt. Alter. Okay. Das ist nicht fair. Die Oma! Das ist nicht fair. Wie, die Oma schaltet schon, oder die Bananenbombe nicht? Ja, ich konnte vorhin irgendwie die Bananenbombe nicht anschalten. Ist ja egal, jetzt tu hier, was auch immer du tun willst. Ich bleib an deinem Wurm hängen. Aber ich glaube...
Geht's da runter? Ja, da geht's runter. Geil, aber, ich aber kann... Ich glaube, dass hier, das hier ist so... Wir guck mal, guck mal, welche Waffe ich benutze. Stoß! Aber du, ich glaube... Hier geht's darum, irgendwie so schnell wie möglich hoch zu diesem Schalter zu kommen. Habe ich so das Gefühl. Weil okay, wir haben nur jeweils einen Wurm. Stimmt. Aber ich könnte dich auch vorher töten. Naja, aber du hast mir ja jetzt einen Vorsprung verpasst. So, jetzt werde ich dich einfach mal... Okay, das heißt, du hast schon absolut scheiß Profit eingestellt. Hab ich gar nicht. Das war alles so geplant, damit ich dich auch mal besieg. Ja, und der Vorgaukelung falscher Tatsachen. Ich will hier Worms spielen und nicht irgendeine so eine Kletterpartie. Du willst Worms spielen? So, mehr kann ich gerade nicht mehr machen. Ja, ich kann auch nichts dafür. Warte mal, dann. Drück mal Leertaste. Ja, ich war gerade irgendwie im Menü. Würde ich sagen, nochmal ganz fix ins Menü und dann zocken wir einfach Standard weiter. The fuck? Ja, nein, vielleicht? Ich meine, man kann ja einfach teleportieren. Ich glaube, dass wir das gleich bleiben lassen können. Okay, ich hab mich unter der Bettdecke versteckt, yo. So, ich glaube, wir haben nur solche Umgebung. Also ich glaube, das liegt wirklich an dem Profil. An dem Profil, ja. Aber warum Rennlandschaft? Da fuck, ich hab doch gar nichts rennlandschaftmäßig eingestellt. Ja, warte mal, dann muss ich mal ja. Dann tue ich nochmal schnell ein Spiel erstellen. Super, ich wurde gleich am Anfang angeschossen. Du wurdest angeschossen? Ja, da hat gleich eine Kanone auf mich geballert. Herzlichen Glückwunsch. Okay, dann ja. Also ich bin schon wieder in der Lobby. Dann, ja, ja. Alter, dieses neue Worms, ja? Das, also neuere Worms. Neu ist es ja nicht mehr so ganz. Das ist ja voll strange. So, dann mach mal ready hier. Das Clan Wars ist, glaube ich, eher wie das alte. Die sehen alle so strange aus. Ich will nicht oben zu haben. Die sieht ganz strange aus. Die sieht... Ja, die nehmen wir jetzt einfach. Aber irgendwie haben wir da... Hä? Wieder nur zwei Würmer? Sehe ich das richtig? Nee. Sind mehr. Weil ich sehe gerade nur zwei. Achso, da oben ist noch einer. Der Engineer, ja. Listen to Raid Leader. Ah, Schütze Kamera Blue. Wer ist dran? Du, ich. Pyro. Ja, ich hab jetzt etwas andere Team Fortress. Leute. Das ist zu niedrig. Da war ich. Fuck, das war eine, die sofort explodiert. Ich hab gedacht, ich riskier's mal. Healer? Ja, also Pyro sollte nicht mit Minen spielen. Ja, ist auch klar, wenn Pyro aussieht wie Matic. Und Matic so aussieht wie Matic. Bist du bereit? Vielleicht? Okay, Engineer. Ich glaube, ich habe schon den ultimativen Plan. Und dieser ultimative Plan ist verbunden, überraschenderweise, mit einem Seil. Oh nein! Das ist die unerwartete Wendung in dem ganzen Film. Mein Ding ist zu kurz. So, was ist jetzt los? Das ist ein Leertaste, gut. So, wieso darf ich noch keinen Baseballschläger verwenden? Das finde ich jetzt gerade nicht so nett. Weil der in Runde 1 nicht geht. Der hätte noch ein Stück weiterfallen sollen, aber egal. Warum steht doch gut. Nein, der steht nicht gut. Ich habe Angst um einen Fischer, irgendwie. Ach ja, die Kiste ist auch sehr, sehr nett. Wo ist die Kiste gelandet? Da. Direkt neben deinem Engineer. Ja, schon klar. Schon klar, du cheatest doch. Du hast doch schon wieder an, hast du doch. Der Engineer hat sich doch hier irgendwas reingebaut, der Sack. Perfekt!
Verdammt! Die lag so gut, und dann hat's doch nicht funktioniert. Okay, Bubbles. Bubbles ist nicht dran. Zu Fischer komme ich halt nicht dran, weil da die eine Mine im Weg liegt. Aber ja, so wie die Mine liegt, wirst du die mir gleich wegschießen. Ich weiß noch nicht, was ich machen werde. Ah, Selbstmord. Nein! Ich hatte gehofft, wieso geht die sofort in die Luft, ey? Ja. Hatten die nicht normalerweise einen Timer? Die hatten zufällig einen Timer von 0 bis 3 Sekunden. Ja, eben. Und irgendwie gehen die alle sofort in die Luft. Das irritiert mich. Ich hatte jetzt gedacht, ne, wenn deine schon sofort in die Luft gegangen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja schon geringer, dass meine sofort in die Luft geht. If you know what I mean. Nö. Dann halt nicht. Blue Dagger rocks. Ja, das ist gut. Nee, das ist doch nicht gut. Tja. It was an attack that he would regret. Es kommt nicht auf die Größe an, sondern wie man damit umgeht. Nun. Dann werde ich. So wenig wie es dir gefallen wird. Pyro ausschalten. Mich mal um deinen Pyromanen da kümmern. Wie viel Schaden macht gleich nochmal das verdammte Schaf? 70, wenn es genau im Kopf explodiert, glaube ich. 65! Ja. Ah, 65, perfekt. Perfekt! 69 insgesamt Schaden, wahrscheinlich durch Fallschaden dann noch. Ja. Wie der Grabstein dort lang geslidet ist, ey. Das war voll durch die Halsball. Tja, jetzt hast du Pyros wahre Bestimmung gesehen. Der hätte wohl doch... Nein, er hätte einen auf Tony Hawks machen sollen und kein Pyromane werden sollen. Hm, deine Splittergranaten, ey. Ja. Bist doch eine schöne Sache. Lauf mal einen Schritt nach rechts. Bubbles macht bald Blubbles. Lauf mal einen Schritt nach rechts. Ich will nicht. Das könnte schon reichen. Ich traue mir jetzt gerade noch nicht mal mehr einen Backflip zu machen. Spring lieber vorwärts. Ich glaube, da stehst du sicherer. Da ist eine Mine, da komme ich nicht vorbei. Das ist irgendwie alles ein bisschen kacke hier. Jetzt bin ich sehr gespannt. So, Jetpack, wie benutze ich denn das? Nicht Leertaste einfach. Und dann kannst du mit den Pfeiltasten rumfliegen. Oh, er ist an der Mine vorbei. Oh my god! Dynamite! Oh, jawohl! Ja, okay. Da fällt mir die gute alte Redewendung ein. There is no kill like overkill. Ganz ehrlich, ja. So war das eigentlich geplant, aber ich hätte nie gedacht, dass es funktioniert. Okay. Oh nein, Shadow hat mal was gemacht, was gut ist. Ja, ich überrasche mich gerade selber. Plan, von dem ich nicht erwartet hätte, dass er funktioniert, hat funktioniert. Ich bin mal gespannt, ob der Plan funktioniert. Nein. Jetzt. Doch, funktioniert. Also, du siehst das viel eher als ich. Das finde ich nicht so nett. Der Fallschaden hat doch noch gereicht. Aber Bubbles hat immerhin nicht Blubbles gemacht, ja? Ja, stimmt. So, dann... Boah, ich hab's gerade voll nachgegrillt. Jetzt krieg ich Hunger. Tja, kann ich eine Pizza bestellen? Das kostet doch Geld, bist du wahnsinnig? Vielleicht. So, ich spiel mit dir Worms, natürlich bin ich wahnsinnig. Weil, ich glaube... Heal me! It was a devastating attack. Kick him!
Ich war benachteiligt von meiner Stadtposition. Das glaubst du nicht wirklich, oder? Doch, doch. So, toll. Du kriegst meinen letzten Wurm nicht. Der Medic begeht Selbstmord, welche Ironie. So, Shadow Vision Sven, hey, ich hab gewonnen. Swagger war der Wurm der Würmer, Swagger gewinnt den Kakerlack, weil... Wieso kriegst du immer ich diesen Preis? Weil du immer überlebst. So, hat uns gut unterhalten. Ja, du hättest gleich lassen können. Und ich war am genauesten. Ha, ich hab's gewusst. So, dann steht's jetzt 1-1. Und das Video wird verdammt lang, das ist eigentlich für Let's Play scheiße. Aber hey, es steht 1-1, wir müssen das auf jeden Fall noch fertig machen. Ja, dann mache ich dich mal fertig. So, wollen wir die Runde auch gleich nehmen? Ja, ja. Ja. Ey, guck mal, da ist eine Mücke in der Mitte. Ein Bernstein oder sowas. Ja, das soll, glaube ich, Bernstein darstellen. Und warum schwebt der Vulkan in der Luft? Komischer Vulkan. Okay, dann wollen wir uns gleich mal. Warum fängst du eigentlich immer an? Ich finde das voll. Weil du mich herausgefordert hast. Ich finde das. Nee, eigentlich hast du mich ja herausgefordert. Wenn man es ganz genau nimmt. Ja. Aber okay, ich bin halt der Host. Aber ich finde es blöd, dass der Host. Oh, das sehe ich ja. Das sehe ich ja. Eine Waffe, die ich jetzt benutzen möchte. Halleluja. Genau die. Und. Viel zu weit links. Immerhin 10 Schaden gezogen. Ich habe gehofft, dass er zwischen den rechten beiden Benzinfässern landet. Tja, tut mir leid, dass deine Hoffnung enttäuscht wurde. Ja, ein schönes Loch. Das klingt irgendwie pervers. Sagt der, der davon redet, mein Ding ist zu kurz. So. Dann... Wow. Und tschüss. Eigentlich hätte der durch die Wand gehen sollen. Aber naja, okay. Eigentlich gehört das Wort eigentlich verboten. Ja, eigentlich. Aber da eigentlich nicht verboten ist, wird es weiterhin Bestand haben. Schütze Kabarak Blue. Noch eine Runde, verdammt. Dann nehmen wir halt die. Die Taktik. Was will der tun? Yay. Oh nein, oh nein. Erstmal okay. Landen. Das auch nur noch, braucht auch noch eine Runde. Dann nehmen wir halt. Gibt's keinen Fausthieb? Doch, da. Flammenfaust. Ich finde interessant, dass die Flammenfaust von Anfang an verfügbar ist und Baseballschläger erst nach ein paar Runden. Tja. Du hast meinen Wurm getötet. Oh my god, he kills Swagger? You bastards. Nee, Swagger lebt noch. Du bist dir klar, was das bedeutet. Krieg? Also das, was wir die ganze Zeit schon machen? Du wirst... Zieh mal ein bisschen runter und halt Leertaste gedrückt. Du wirst das nicht überleben, das sage ich dir. Du wirst dieses Spiel nicht... Warum ist denn alles, was ich benutzen will, gesperrt, ey? Okay, okay. Weil wir noch nicht so weit sind. So, irgendwas musste ich jetzt machen. Ich habe gehofft, dass das Beben reicht, um die Mine noch darunter zu kriegen, aber leider nicht. Nee, nee. Traurig. So, Medic. Was wird Medic tun? Das sehen Sie nach der Werbung. Jetzt müsste ich echt Werbung einblenden. Ja, du könntest doch voll Werbung für meinen Kanal jetzt einblenden. Sowas. Oh, wenn das jetzt geklappt hätte. Dass die Mine runterfällt? Was ist die Mine? Achso, da oben ist eine Mine. Schaut, eine Kiste. Oh my gosh. Das Geile ist, dass ich die nicht fallen sehe, bis dann endlich mal die Synchronisierung mit ihr fertig ist. Ja. Ich kenn das Problem.
Ja, jetzt so. Jag Soldier in die Luft, komm. Ja, das muss ich jetzt wohl oder übel auch irgendwie tun. Eine heilige Handgranate auf Soldier kann sehr gut sein, habe ich gehört. The fuck? The fuck? Wieso? viel zu hoch. Nein, das Fahnenkreuz war direkt auf den, nee, quasi. Nee. Alter, ich hätte mit dem Lineal reingehen können, ey. Ich sag's dir. Also so von mir aus, von meiner Kamera, war das viel zu hoch. Ach, du bist auch viel zu hoch. Ja, ich bin viel zu high. It was a grenade that no one saw. Yeah. Jetzt nur, weil ich dich gewinnen lasse. Ja, dass ich die Mine noch aktiviert habe, hat gepasst. Okay, ich habe das Gefühl, dein Wurm geht dann jetzt aber auch drauf. Ja. Aber der war ja, der war... der Crusher ist auch gut. Wieso sliden die immer so bei dir? Der Wurm war eh des Todes. Also du wärst jetzt dran gewesen, der Wurm wäre tot gewesen. Und so habe ich deinen mitreißen können. Irgendwie dir gehört die Ostseite, mir die Westseite, habe ich den Eindruck. Nur Pyro ist noch. Nein! Oh. Die hätte noch ein bisschen anders fallen sollen. Und er liegt immer noch, Drecksau. Dreckswurm! Ach, man kann ja zoomen. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese Runde wird nicht gut für mich ausgehen. Ja, das könnte durchaus die Möglichkeit sein. Nee, anderer Plan. Also... Nehmen wir den Plan. Ach, Quatsch. Du hättest den Plan ruhig so machen können. Einmal direkt über die Mine drüber laufen. Wipe on this. Du stehst dahinter halt ein bisschen sicherer als ich mit meinen Würmern. 10 seconds later, the action was in the beginning. There were worms. Das Ninjas hat einen geilen Sound. Oh, macht er dich geil, ja? Ha, ja, geil, ja. Schleck mal, ja. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob der funktioniert. Ja, vermutlich schon. Nein! Wand! Yes! Ein Versuch war es wert. Ah, jetzt brennt auch noch mein Grabstein da unten ab, oder was? Okay, next boss. So, wie stehen denn deine... Die stehen weit auseinander. Gap auf, du hast keine Chance, Kaba. Du hast keine Chance. Warum kann man den nicht umdrehen? Doch, kann man. Ich glaube mit Steuerung, Pfeiltaste oder sowas. Mit Steuerung, Pfeiltaste? Nee. Irgendwie ging das mal. Also ich weiß zumindest, dass es in Armageddon ging. Ja, ja, das weiß ich auch. Das hier spiele ich ja jetzt erst zum, keine Ahnung, zweiten Mal, wenn überhaupt. Angriffsrichtung und Lunte. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Y. Ah? Y. Use Trinket. Ich nie A. Finde die erste Run. Ich finde geil, wie die eine Rakete voll abgelenkt wurde von der Explosion. Ah, ich finde es geil, dass mein Wurm noch lebt. Ja, viel Treffer war da ja nicht, viel Trefferfläche. Aber jetzt ist mal der Weg frei. 10 seconds later, in the beginning, there were worms. Team Red, wir machen den Weg frei. Lass bloß die Kisten ganz. Break line of sight. The motor. Fall damage. Heal me. Fall damage. No shield. Heal me. Heal me. Synchronkopfkratzen. Yo, Guild. Okay, next boss. So. Ah, wieso ist denn das Feuer jetzt da unten weg? Das finde ich ja gar nicht so nett. Das war gerade Swagger, der dran war. War gar nicht. Was tust du? Was kommt jetzt? Jumping
just when they thought it couldn't get any duller. Du weißt schon, dass durch den Teleporter-Einzug dann zu Ende ist, oder? Ja. Okay. Und dass der Medic dann aber erstmal nicht mehr dran ist? It was just an order. Ja. Womit? Ich verstehe deine Taktik gerade nicht. Du musst eine Runde verschwenden, um Medic loszuwerden. Und der kann eigentlich eh nichts machen, wo er war. Okay. Ah, fail. Bumm. Ah, ich stelle mich irgendwie ein bisschen jubig an, habe ich das Problem. Bisschen? Also ich glaube, wir müssen Worms irgendwann nochmal im Recall spielen. Ja. Sicher, dass du ins Recall kommst? Ich glaube, müssen wir mal gucken, ob es Worms Armageddon auf GOG oder so ein bisschen günstiger gibt. Ja. Vor allem die gescheite Edition, die wir früher hatten. Lach nicht. Und, was machst du so? Abhängen. So einen Tag über mal abhängen, ja. Lass dir noch... Jetzt muss ich die Mine selber auslösen. Oh, ich hab grad einen Achievement freigeschaltet, weil der jetzt 69 AP hat. Summer of 69. Nicht, was du wieder denkst. Was? Ich? Denken? Ja, manchmal schon. Die perversen Sachen. Na, irgendwie habe ich das Gefühl, das wird nicht gut enden, was ich hier vorhab. Nee, wird's nicht. Macht die Flammenfaust Schaden? Genug Schaden, besser gesagt. Wieso kann ich nicht zielen mit der Brex-Waffe? Was ist das denn? Die Minigun. Vielleicht weil du die aufstellst und sie dann Ding wird, eine stationäre Waffe. Was war denn das? Siehst du, der Teleport hat's gebracht. Das war alles geplant. Ach, ich hab deinen Plan nur zugelassen, das ist alles. So, jetzt habe ich viel zu viel Wind für den Plan, den ich eigentlich hatte. Lass mich ran, du willst den Pyro opfern. Jo. Indem du das da unten in ein Flammenmeer verwandelst. Nicht ganz. Da komme ich nicht rechtzeitig hin, verdammt! Nee, da komme ich nicht hin. Dann muss ich's halt doch. Ja, so versuchen. Hey, der Winkel hat sogar ganz gut gepasst. So. Damit hätten wir ein 2-1 in den richtigen Kampfrunden. Ja, nachdem ich dich im letzten Let's Play fertig gemacht habe. Ja. Es lag an meinen Bots. So, mal gucken, ob ich wieder den Kakerlaken. Nee, dieses Mal hat den Ingenieur. Diesmal du. Aber Fischer hat den Lemmingpreis. Ja. Ey, so viel Blau. So viel Blau. Alles Blau. Alles Blau. Ja, okay. Damit sind wir quasi fertig. Ja. Und wir haben einen Sieger. Yeah! Das war mich, Sieger der Herzen. Ja. Als würdest du irgendwas mit Herzen zu tun haben. Ja, die schmecken lecker. Ja, aber wir haben doch gar keine Herzen. Ja, gut, dann mach deine Ausmoderation, Digga. Oh, scheiße, was ein Lachflash. Okay. Ja, danke Shadow für das nette Match. Ich weiß noch nicht, wie ich das schneide, weil das viel zu lang ist für ein Let's Play. Aber das kriege ich irgendwie hin. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten, oder auch sonst, konstruktive Kritiken, Kommentare sind immer erwünscht. Schaut auf jeden Fall auch bei Shadow Vision vorbei. Ich verlinke den Kanal auf jeden Fall in der Beschreibung. Und ja, ansonsten einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal und tschüss. Adios.